So, und da sind wir wieder bei Fallen Vegas. Wir nehmen uns diesmal diese Schule vor. Und dann noch ein bisschen was aus der Umgebung. Da sind sie. Die sind relativ einfach. Nerven aber trotzdem mir ein schön bisschen. So, hier sieht man eigentlich nur die Überreste einer alten Schule. Finde ich ganz toll gemacht, die Atmosphäre hier drin. Da ist schon wieder eins. Es gibt noch größere Viecher von denen und die sind dann richtig gefährlich. Das ist ja nur kleiner. Und die machen dann richtig Schaden und machen dich in Richtigkeit. So. Wo war? Ich glaube da ist der Schacht. Nicht der Schacht, Safe. 20 Jahre, das müssen wir knacken können. So. Ein Wort. Ortiz. Wishing. Heading. Informatik in Team. Haben wir nicht irgendwas mit Dietrich dabei? Dietrich. Ich dachte doch damals. Müssen wir ja, jetzt können wir das aufbrechen. Na, wie waren wir noch? 12 haben wir. So, jetzt haben wir. Nämlich, das mit dem Passwort dann ist immer ein bisschen schwer. Da kommt es dann auf dein Dingsverständnis an. Also je mehr du hast, umso einfacher ist es dann. Und bei Dietrich kommt es einfach nur auf die Anzahl der Haarklammern an und wie ruhig du mit der Hand bist. Das sind dann die Voraussetzungen. Wir haben noch zwei Haarklammern. Ein Besen haben wir hier. Besen. So. Ich glaube, das war's eigentlich. Gucken wir wieder raus. Zur Info, es gibt ein kleines Problem. Da, ich sag mal so, mein Fall nicht geladen wird. Jedenfalls immer wenn ich das laden will, dann hängt sie das auf und irgendwie aus ein Zufall geht das jetzt auf einmal. Und da werden relativ weniger Folgen kommen. Da muss ich nochmal gucken, wie ich das beheben kann. Und das ist wirklich kacke. Ich möchte den Spielstand hier nicht verlieren. So, das hat jetzt auch nachgelassen. Das heißt, ich habe jetzt 10 weniger. Also habe das eben verloren, die 10, die ich dazu gekriegt habe. Was haben wir dann da? Einfach Großkanüstung. Naja, das ist auch nicht gerade das Beste. Was ihr da seht, ist ein Briefkasten. Das habt ihr im Fallout 3 nicht. Also, ich habe jetzt den hier in Gutsbrunks geöffnet und wenn ich da zum Beispiel, ich sag mal, in Freeside bin, das ist dann da jetzt hinten, am Strip, da kann ich dann auch hier Sachen reinpacken und dann kriegst du auf der anderen Seite. Also wie eine Endertruhe. Mehr sozusagen. So, hier besser nichts klauen. Möchten Sie Vorräte kaufen? Yep. Nein. Was hat er hier? Plasmapistole. Ach ne, wir müssen mal sonstiges gucken, ob er hier noch irgendein Links hat. Ich glaube, der hat ja auch Überschussmunition. Munitionskiste 38. Kleine Dingszelle. Nee. Ich kann erstmal hier was verkaufen. Den Kreuzschlüssel. Messer brauchen wir jetzt nicht mehr. Schaufel im Vorschlag haben wir auch nicht. Das andere behalten wir mal. Großkanüstung behalte ich. So, putzen wir mit Altmetall. Hübgeeisen. Sherry Bomb. Ist eigentlich ganz nutzvoll, aber naja, ich bin jetzt nicht der große Nutzer davon. Können wir erstmal glaube ich alles verkaufen. Halt. Das nicht. Gut. Danke. Kein Problem. So. Ich
zeige euch mal noch was. Das ist die Good Springs Höhle. Die ist ja auch in der Nähe, im Fenster hinten. Da gehen wir mal kurz hin. Da gibt es nämlich auch noch ein paar Sachen. Das sind nämlich, ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, die Anhänger der Herde gestorben. Sag ich jetzt mal. Und es sind solche Ghule. Und die haben immer so Laserpistolen dabei. Die sind auch ganz nutzvoll. Mit Munition und alles. Da oben, wo die Wölfe sind. Kann man hier speichern? Speicher mal hier kurz. Gut. Muss ich jetzt nur wieder laden, das ist das Problem. Da drinnen ist es eigentlich relativ dunkel, da werde ich schon mal Licht anschalten. Damit ich es drinnen nicht machen muss, das dauert nämlich immer ein bisschen. So, die Messerschneider. Wir spielen jetzt auf normal. Ja, wir spielen auf normal. So, da ist der Kopf ab. So, der kollierten Welp hat nichts dabei. So, Licht haben wir an. Okay, ich glaube, nein. Hier irgendwo ist gleich so ein Blutbad und dann da, da ist das Blutbad und ich glaube hier ist... Ja, hier sind schöne Wolfies. Da sind sie. Ich glaube, nee, hier ist so Anhänger. Zwei Anhänger, glaube ich, und dann noch so alter Wilderer. Ach, die kleinen Fenster hier. Nerven mich. So. War das nicht... Das war... Bright-Anhänger. Ja, genau so hießen die. Ohne Akkugewehr. Ist gut. Ach so, zwei Ödländer und die haben eigentlich viel dabei. Cool. Das könnt ihr auch nur... Könnt ihr hier auch nur empfehlen. Das habe ich gleich am Anfang wieder ein paar Sachen. Gucken uns das mal schnell an. So, zwei Laserpistolen, die fügen wir mal zusammen. Da haben wir eine bessere und eine Splittergranate, cool. Karawanisten aus Outfit. Finde ich cool. Dann mit Dorad-Bolle setzen wir uns gleich auf, weil die so stylisch aussieht. Ja, die sieht stylisch aus. Passt richtig zu unseren Ego. So, ich glaube, hier jetzt wieder raus. Verhebt sie eigentlich auch nicht mehr und jetzt machen wir gleich die erste Quest. Nämlich ein paar Geckos töten. Da hinten ist dann glaube ich noch so ein altes Haus, da ist so ein Luftgewehr. Da ist das vielleicht von hier. Da. Naja, wir können ja da immer noch hingucken, ist ja noch genug Zeit. Und jetzt sind wir erstmal zurück zu Good Springs. Oder nach Good Springs. Und erlegen da gleich mal die erste Quest. Oder besser gesagt die zweite. Nämlich mehr gibt's auch nichts zu tun und soweit kommt man nicht mit Level 1. Da unten ist, ich weiß jetzt nicht wie die Stadt heißt. Muss ich erstmal auf den Namen kommen. Aber naja. Muss erstmal nachdenken, muss mir auch mal erstmal wieder einfinden. Aber irgendwie so, wo alles liegt und so, das weiß ich irgendwie noch, ne? Komisch. Da ist der alte Smeet. Hey. Pete, ja, yeah, I know. So. Platz, Cheyenne. Keine Sorge, sie beißt nur, wenn ich es ihr sage. Doc Mitchell meinte, dass sie mir beibringen können, in der Wüste zu überleben. Ja, ich kann Ihnen wohl das eine oder andere beibringen. Klingt, als ob Sie nach dem, was man Ihnen angetan hat, jede Hilfe brauchen können. Treffen Sie mich draußen, hinter dem Saloon. So, wenn wir die Knarre kriegen, zeige ich euch. Cool. Gleich erstmal, wie man die ganzen neue Sachen hier in Fallen Vegas macht. Fallen Vegas ist zwar jetzt schon länger, aber naja. Ich sag mir so, weil sie in Fallen 3 nicht hier ab. Hallo, ist meiner. Ich meine, es ist hier ruhig Zeit.
So, sehen Sie die Sarsaparilla-Flaschen da auf dem Zaun? So, das ist jetzt die normale Waffe. Und da haben wir es. Wir machen mit X-Mod. Und dann bauen wir hier den Scheidepaar drauf. Und treffen Sie ein paar davon. Ja, jetzt muss er sie wieder ausrüsten. Pack das mal auf der 4. 4? So, jetzt haben wir einen Scheidepaar da drauf. Ja, so ist es richtig. Hocken Sie sich hin und lachen. Gut. Tja, das ist schon mal ein Anfang. Aber Sie sind wohl nicht hergekommen, um gegen Sarsaparilla-Flaschen zu kämpfen. Ich sage Ihnen was. Ich muss ein paar Geckos von der Wasserquelle vertreiben. Scheint die Viecher immer anzulocken. Wollen Sie mitkommen? Klar. Folgen Sie mir. Es ist nur ein kleines Stück südöstlich. So, ich muss euch aber etwas wieder was sagen. Nämlich, die Zeit ist wieder um. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ist eigentlich mal informatives. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Teil der Quest. Bis dann. Ich sag ciao. Auf Wiedersehen.